Hallo meine Lieben, ich war im Teddy und ja, da kam ein bisschen was mit. Einmal so ein Taschenlampe, da habe ich mir gleich die Tasche hier auch noch gekauft, die hat mir so gefallen. Und ich musste ein paar von meinen aussortieren, die waren mittlerweile auch mal jetzt defekt. So, dann, wo fange ich an? Ich nehme mal das Größte raus. Hier habe ich mir eine Schüssel geholt mit Deckel. Die hat jetzt 3 Euro gekostet. Die soll für Salat und solche Dinge halt. Oder wenn ich wieder Obstsalat mache und sowas. Weil ich habe meine Tupper-Schüssel verdeppert. Die, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Perle hießen die, glaube ich. Fällt es nicht mehr ein. Das waren diese durchsichtigen mit diesem blauen Streifen. Die ist jetzt kaputt. Ich weiß, man kann das, glaube ich, umtauschen, aber. Bis ich da jemanden mal finde, habe ich weggeschmissen. So, dann sieht man das. Happy Birthday. Die Freundin von meinem Sohn hat Geburtstag. Da habe ich ihr diese Tasche hier geholt. 2 Euro gekostet. Da wird dann allerhand verpackt mit diesem Papier hier. Das fand ich so schön. Das ist doch mit Gold hier. Seht ihr das? Also das hier ist Roségold. Und auf dem Weißen ist nochmal Gold. Ich fand es so toll. Da hat die Rolle 2 Euro gekostet. Und da habe ich dann noch diese Geschenkbänder dazu, dass sie passen. Das passt dann hier so schön zu dem Roségold und hier das Gold oder na, ich glaube, das passt ganz gut. Muss ich mal gucken. Dann habe ich ihr noch so einen Luftballon dazu geholt. Ein Magic Balloon. Mit Lichterkette und Halterung. Das ist batteriebetrieben. Also mal gucken, wie das dann aussieht, wenn er aufgeblasen ist. Wiederverwendbar. Bin ich mal gespannt. Ich habe dann auch für 55 Cent so eine Ballpumpe hier mitgenommen. Weil Enkelin kommt ja auch wahrscheinlich Ende nächster Woche. Und da kann die das auch verwenden. Ach, mir habe ich dann noch so Eiswürfelbehälter hier mitgenommen. Das ist für die Flaschen. Kann man sich dann diese länglichen Eiswürfel machen. Dann sieht man das hier so. Weil wenn wir als eine Wasserflasche anfangen, kommen wir es gerade oben. Wenn es durchpasst, ich weiß es halt nicht. Dann könnte man sich die in die Wasserflasche reinfallen lassen. Mal gucken. Schauen wir mal, was hat es gekostet? 1 Euro, also für 1 Euro. So, Dina darf natürlich auch nicht fehlen. Die hat solche Hähnchenkaus-Sex hier bekommen. Für die Enkelin Alaska Fruchtwassereis. Besonders fruchtig.
Dann habe ich ja noch so ein Kindercola, so ein kleines hier mitgenommen. Dann, wenn ich jetzt noch einkaufen gehe, hole ich noch schnell einen Muffin oder sowas. Mal gucken, beim Bäcker gibt es so allzu schöne. Also backen habe ich leider auch keine Zeit mehr. Und dann, wenn ich dann hingehe später und dann kriegt sie das da drauf gesteckt und angezündet. Ich hoffe, sie freut sich dann, aber bestimmt, sie mag solche Sachen. Dann, sie liebt solche Deko-Äpfel. Dann habe ich diesen samtroten gesehen hier. Den fand ich so schön. Dann habe ich hier dieses Tablett dazu geholt. Dann kann man den hier draufstellen. Hier, das ist ja auch golden, der Stiel. Und dann habe ich hier so eine Lichterkette mit solchen Diamantperlchen hier. Und das will ich hier dann außen rumlegen und anschalten, wenn das dann auspackt, dass es schon an ist. Das sieht dann bestimmt süß aus. Ja. So, das war's schon. Ich habe nicht so viel geholt. Achso, ja, der Samtapfel, der hat 2 Euro gekostet. Die Tüte übrigens 1 Euro. Das Kindercola auch 1 Euro. Ach, 5 Euro. Hoppla. 5 Euro das Tablett, das goldene. Und die Lichterkette 3 Euro. Der LED-Ballon 2 Euro. Und dann bekommt sie noch ein bisschen so Kosmetik dazu, Lippenstift, Pflegeartikel und so weiter. Mal gucken, wenn ich es falsch eingepackt habe, vielleicht blende ich euch noch ein Foto ein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.